Willkommen zurück, meine verehrten Zuschauer. Ich begrüße euch zu einem neuen Part von Kirby and the Amazing Mirror World. Und wir haben heute vor, eventuell die letzten beiden Teile zu holen. Ich denke mal, das kriegen wir hin. Wir sind ja in den letzten Parts förmlich durchgesprintet und es geht hier auf jeden Fall jetzt als nächstes weiter. Die Frage ist, wo genau hier? Also ich muss mich... Ups, nein. Ja, damit. Ich muss mich selber erstmal ganz kurz zurechtfinden. Area 5 ist auf jeden Fall das, wo uns noch ein Bosskampf fehlt. Und dann fehlt uns noch der Eispalast, also Area 7. Nein, verkackt. Verkackt. Ich will es versuchen, dass ich eventuell mit einem Luftblasending um ihn töte. Boom. Okay, perfekt. So. Jetzt ist natürlich die Sache, ich habe für Carrot Castle nicht die Karte. Das heißt, ich muss mich hier irgendwie zurechtfinden und hoffen, dass ich den richtigen Pfad wähle. Ich habe das Gefühl, das ist schon mal nicht der richtige Pfad. Wir haben Carrot Castle jetzt so oft durchlaufen, zumindest den Teil davon, dass ich doch irgendwann mal den richtigen Pfad finden sollte. Oder halt den Eispalast freischalten. Nein! Da frisst er uns einfach. Der hat's ja drauf. Und spuckt uns einfach aus, als wären wir nichts. Traurig. Okay. Ist das vielleicht unser nächster Pfad? Ich kann mich gerade nicht daran erinnern, aber ich hatte auf jeden Fall einen Part, in dem ich das hier abgelaufen bin. Und dementsprechend, ja, nee, das ist nicht. Das ist es nicht. Gott, Carrot Castle, warum verwirrst du mich so? Oh, das war knapp. Hier drüben scheint nichts mehr weiter zu sein. Oh Gott, du fliegender Sonic. Gib mir mein Schwert zurück. Wir sind auch inzwischen sehr tanky geworden, was ich auf jeden Fall nur gut heißen kann. Okay, hier waren wir auch schon. Ich brauche doch nur einen Pfad, wo ich eventuell die Karte finden kann. Das kann nicht so schwer sein. Ah. Ja, das war das Schwert. Oh, hier waren wir noch nicht. Wie es aussieht, waren wir hier noch nicht. Okay, kann das sein, dass das jetzt der richtige Pfad ist? Ich hoffe. Es wäre auf jeden Fall cool, wenn das jetzt der richtige Pfad ist, wenn wir den hier so spontan gefunden hätten. Ah, ist das lästig, wenn man hier nicht den Feuerball hat. Ich glaube, in Mouse Attack war es so, dass man den... Kann ich wieder zurück? Nein, ich kann hier nicht zurück. Das ist doch so sad. Warum ist hier oben ein Goal? Warum kann man hier nicht zurück? Warum ist man hier gefangen? So sad. Okay, dann gehen wir nochmal Carrot Castle dem Pfad entlang. Und schauen einfach mal. Bling, bling. Ob das tatsächlich der richtige Pfad war. Weil es sah ja jetzt zumindest schon mal nicht schlecht aus. Ich habe das Gefühl, wir waren was Guten auf der Spur. So, bitte noch einmal. Danke. Ach, komm schon.
Dass der Laser so wenig Schaden macht, ist so sad. Wir können natürlich auch noch mal rechts rumgehen. Oh, hier war ich auch noch gar nicht? Oh, was? Oh, was? Ich dachte, ich bin hier links schon überall lang gelaufen, aber wie es aussieht, nicht. Okay, gut, das erklärt natürlich dann auch einiges. Ja, ich wollte vorhin noch kurz zum Mouse-Attack sagen. Man kann im Mouse-Attack ja Fähigkeiten erweitern und... Okay, das ist einfach nur plain stupid. Und das ist ehrlich gesagt was, das hätte ich mir schon für den Teil gewünscht. Weil... Manche der Fähigkeiten wie Laser fühlen sich halt ein bisschen underwhelming an, wenn sie einfach nur Vanilla genutzt werden. Und da hätte ich mir gewünscht, dass die halt noch irgendwas Besonderes hätten. Okay, dann gehen wir noch mal unten lang. Wait, what? Whatever. Wir haben, was wir wollten. Ich werde mich jetzt nicht beschweren darüber. Ich werde einfach nur gutheißen, dass wir jetzt hier sind. Gehen wir noch mal kurz da oben rein. Und wir haben den Eispalast gefunden. Yes. Der Peppermint Palace. Ich muss sagen, ich mag Eislevel in Videospielen ja eher weniger. Aber der Peppermint Palace in Kirby, der hat mir eigentlich schon immer gefallen. Oh, uns fehlt noch ein... Uns fehlt noch was dazwischen. Ja, dann schalten wir das natürlich auch frei. Das ist ja überhaupt kein Problem. Das ist ja gar kein Problem. Und wir haben jetzt den Geheimspiegel geöffnet. Dadurch, dass wir nämlich alle anderen freigeschaltet haben, können wir nämlich jetzt die große Auswahl aller Fähigkeiten bis auf UFO uns Mini uns ansehen. Und können jederzeit das picken, was wir haben wollen. Das ist halt sehr praktisch. Ist natürlich ein bisschen unpraktisch, dass es so spät im Spiel erst kommt, aber... Nicht zu schlimm, nicht zu schlimm. Da würde ich sagen, das, was uns natürlich am ehesten immer was bringt, ist der Hammer. Und rein da hämmern wir drauf los. Ich weiß, ich bin Millionen Mal hier lang gelaufen, ganz ehrlich. Ich habe diesen Teil des Eispalastes am liebsten gemocht. Man kann hier nämlich relativ schnell, wenn man die anderen Sachen noch nicht freigeschaltet hat, andere Fähigkeiten bekommen, die man gut nutzen kann. Und es gibt hier halt auch so viel zu tun. Finde ich persönlich. Ah, hier gucken. Die Kirken! Oh nein! Okay, muss ich tun. Ich habe den Hammer verworfen, damit ich leben kann. Und ich bin trotzdem gestorben. Hat sich das gelohnt. Bam, 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 bam. Ich hätte erst nach rechts gehen sollen mit dem Hammer. Bam, 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 bam. UFO! Oh, UFO! UFO! Das UFO ist natürlich aber auch blöd geflogen. Ich glaube, UFOs respawnen auch nicht, wenn man das Gebiet resettet. Lass mich das kurz austesten. Nevermind. UFO. Ja, damit. Ah, UFO macht so ein Gebiet halt so lächerlich einfach. Vor allem, weil man auch gegen den Strom schwimmen kann. Ah, nur gegen so einen kleinen. Nicht gegen den großen. Vergiss es, wir gehen nicht runter. Wir gehen hoch. Ah, wir sind hier. Okay. Oh. Lass mal nicht so. Lass mal nicht so. Nee. Wollte ich nicht. Wir sind ein starkes UFO. Wir haben das getan, um ein Fleisch zu bekommen. Was richtig nützlich war. Egal, weiter geht's. Noch mehr UFOs. Und wir sterben.
Es ist natürlich unpraktisch, weil ich kann nicht einfach nach unten drücken und das verschlingen, sondern ich slide halt hier noch ein bisschen. UFO? Jawoll! Ein Bomber! Okay. Ich konnte mich nicht erinnern, dass du existiert hast. Nice, good to know. Oh, Tiefflieger. Uiuiuiui, gefährlich, gefährlich, mein Freund. Und da ging er. Da gibt, glaube ich, nur Missile oder Bomber, also ist es mir ziemlich egal. Der Cola. Ich finde es schade, dass man so viele useless Items in die Kisten gepackt hat, weil das so ein bisschen das Entdecken ruiniert. Mensch, man kriegt ja aber auch die Heil-Items und den Akku hinterhergeschmissen. Nun brauche ich gerade keins von beiden. Hier wäre ich gerne mal mit einem Stein runtergerollt. Das wäre doch super. Oh. Oh. So und... Gut, passt. Ich wollte gerade sagen, so nicht anders, aber ja, doch anders. Nein. Okay, dann so. Dann so. Lass mich das kurz resetten hier. Beziehungsweise auflösen, nicht resetten. Aua. Geländiger Stein. Ha, jetzt muss ich, glaube ich, mein UFO aufgeben, wenn ich da lang will. Wir gehen erstmal hier lang. Schauen mal, ob wir vielleicht sehen, was uns das denn bringen würde. Bisher sehe ich nicht wirklich was. Ich glaube, wir müssen es wirklich versuchen, damit wir wissen, was da passiert. Pff, wow. Hey, leg bitte eine Todesfalle für dich frei, wenn du die Bombe aktivierst. Aua! Gut, danke, ich wollte gerade sagen. Wäre jetzt uncool, genau an der Stelle hier das UFO zu verlieren, wo man so viel fliegen muss. Oh, ich bin so weit drin in dem Gebiet und ich habe keine Karte. Das kotzt mich gerade ein bisschen an. Ja, das sieht useless aus. Sind wir schon beim Boss? Wie es aussieht, sind wir schon beim Boss. Das ging schneller als erwartet. Ich wusste nicht mal, ob ich auf dem richtigen Pfad bin. Wir sind einfach schon hier. Wow. Leute? Leute? Will nicht vielleicht mal der eine, der keine Fähigkeit hat, zurückkommen? Hier, Rot. Rot, komm mal her. Rot, komm mal her. Rot. Okay, wie es aussieht, seid ihr gerade komplett AFK im Kopf. Dann lasst uns gegen was auch immer das hier war. Ich habe keine Ahnung. Whiz. Aua. Du nimmst mir nicht mein UFO weg, sagt er. Und Rot ist tot. Nein! Ich habe dummen Cutter bekommen. Okay, Wiz. Lass dich treffen. Oh. Ich hätte auch gerne das Auto gehabt. Komm, wir brauchen Rot wieder. Für den Endscreen. Ach, Gelb musst du jetzt auch noch sterben. Gelb, komm her. Okay, wir haben ihn. Gefährlich, gefährlich. Okay, jetzt haben wir nur noch einen Boss offen. Was zur Hölle?
Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir so schnell den Boss hier finden und töten. Das ging viel zu schnell für mich. Und ich habe gerade ehrlich gesagt keine Ahnung, wer noch fehlt. Carrot Castle müsste noch fehlen. Das ging schnell. Wir haben halt immer noch nicht die Karte von Carrot Castle. Aber gut, es wird höchstwahrscheinlich eh nur links. Ja, genau. Es geht eh nur hier links weiter. Also denke ich mal, dürfen wir nicht zu viel verkehrt machen können. Wo kommen wir da hin? Kommen wir da wieder zurück? Oh ne. Reddish Ruins. Okay. Ich wollte gerade sagen, kommen wir da in Moonlight. Aber nein, kommen wir nicht. Ich finde es ja lustig, dass es diese Abkürzungen gibt, aber es gibt halt keinen Grund zu retracken in einem Spiel. Es sei denn, man will halt alle Sachen holen. Ah, sehr gut, eine Batterie. Vielleicht schaffen wir es ja in dem Part, so weit zu kommen, dass wir nahe dem Boss sind. Und dann würde ich den nächsten Part zum letzten Part machen. Ehrlich gesagt, gibt es ja an dem Punkt nicht mehr so viel zu tun. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir so schnell durch das Spiel kommen. Da, da, da. Es ist lustig zu sehen, dass mich gerade alles hier umbringen kann, wenn ich nicht aufpasse. Da, und ich bin tot. Egal, ich habe jetzt halt wieder volles Leben, also ist das keine Herausforderung. Sagt er. Ach komm schon. Okay, passt. Nein. Ach komm schon, dann gehen wir einfach direkt weiter. Der gute Iframe, der regelt. Ich fühle mich gerade sehr verarscht von dem Spiel. Okay, wo bin ich hier gelandet? Oh mein Gott, das Spiel will mich tot sehen. Das will mich echt tot sehen. Ich wollte gerade mich nach unten ducken, um das Teil zu dodgen, aber das hat es natürlich nicht gebracht. Ich könnte mich jetzt natürlich einfach mit meinen Iframes hier durchrennen lassen und... Ja, na? Ja, ne? Oh. Danke fürs Highlight, I guess. Und weiter geht's. Ah! Ich weiß, hier kann man auf jeden Fall sehr oft in eine Sackgasse kommen. Und nur einer davon ist der richtige Pfad. Nein! Du elendiges Stück! Noch einmal. Das kriege ich hin. Das kriege ich absolut hin. Easy. Ist das die Karte? Nein, aber es ist noch ein weiteres Leben. Wir sind für den finalen Boss sehr gut gewappnet, wenn das so weitergeht. Okay, wir hatten unten gemacht, dann gehen wir jetzt unten links. Fun, fun. Kannst du mir irgendwas droppen, womit ich was machen kann? Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Nochmal bitte. Na komm, na komm, na komm. Nein! Ah! Dieses Funpi, das ist echt schrecklich. Ja, komm, Funpi, los! Feuer!
Okay, jetzt haben wir wenigstens eine Fähigkeit, auch wenn Throw vielleicht nicht das Beste ist, was wir brauchen, aber... Immerhin etwas, I guess. Unten rechts. Damit hätten wir dann alles im unteren Bereich abgeschlossen. Rechts. Nett. Links. Ich kann dich nicht mit Fro saugen. Das ist actually sad. Oben links. Ich glaube, der Pfad könnte sogar gewesen sein, wo wir lang wollen. Ja, das Ende ist auf jeden Fall eine Tür, wo wir noch nicht waren. Okay. Ich drücke übrigens gerade gar nichts. Und wir sind beim Boss. Und wir sind beim Boss, wirklich. Das ist viel zu einfach, der Part. Der Part ist viel zu einfach. Wisst ihr was? Ich mache auch direkt den finalen Boss in dem Part. Ich glaube, es war so, dass man ihn ins Elektronische reinschieben wollte. Yes. Vom Konzept her ist er der einzige fordernde Boss. Okay, wie es aussieht, wird das tatsächlich mein Solo-Run-Boss. Ich kann keine von den Kirbys beibehalten und ich habe keine Dingsens mehr. Ich habe keinen Akku mehr. Das war's, was ich sagen wollte. Oh, perfekt. Okay, aber der Kampf ist noch nicht ganz vorbei. Wir kämpfen nämlich noch gegen ihn selber. Ich finde, das ist auch so ein cooles Gimmick. Das ist der einzige Zwei-Phasen-Boss hier. Unter den Main-Bossen. Aber er ist glücklicherweise nicht so schwer. Generell, das ganze Spiel ist ja nicht schwer. Ihr habt ja gesehen, wie viele Leben ich hatte, ne? Ich bin oft gestorben, aber ich habe über 40 Leben gehabt. Und ja. Es ist ja auch darauf ausgelegt, dass es halt junge Audience spielen kann. Und nicht nur Leute wie ich, die jetzt schon seit über 20 Jahren Videospiele spielen. Und trotzdem absolut garbage darin sind. Okay. Dann wollen wir mal uns dem Finale des Spiels widmen, wenn wir da gerade einmal dabei sind. Macht euch bereit. Wir tauchen in den Spiegel und kämpfen gegen den Meta Knight. Oder etwa nicht? Er ist ein Imposter. Es ist der Dark Meta Knight. Das wollte ich nicht. Theoretisch könnte ich ihn die ganze Zeit mit Steinen baiten. Okay, Meta Knight, dann machen wir es so. Oh, was? Okay, wenn er den Sturm macht, dann gehen wir komplett zurück und... Ja. Versuchen, hinter ihm zu stehen. Nein! Du generierst zu wenig Sterne, das gefällt mir gerade nicht. Er macht den Sturm, oder? Ja. Okay, wir sind tot. Damn! Ring. Wir gehen nicht mal zurück in die Mirror World. Was soll das? Na komm, na komm.
Na komm, na komm, greif an, na komm. Stall doch nicht so. Ich weiß, du willst, dass das Spiel jetzt nicht endet, aber trotzdem. Ist der Sturm? Ha. Oh, ich hätte so gerne Fähigkeit gerade, aber nein, haben wir nicht. Oh, wait. Ich werde dann zu Sword. Okay, na dann, perfekt. Komm schon. Lass dich töten, Mensch. Geht doch. Bling. Uiuiuiui, hier geht aber ganz schön was los. Und wir werden eingesogen. Nein, was passiert hier? Oh, Meta Knight hat uns das Schwert hinterhergeworfen. Get it. Wir haben das Master Sword und kämpfen gegen den richtigen Bösewicht des Spiels, Dark Mind. Na komm schon. Ob es das schon gewesen ist? Na, aber sicher nicht. Das wär's ja. Unlucky, wir kommen nicht an die Tomate. Die hätten wir nämlich gebraucht. Here we go again. Dark Mind, Runde 2. Oh nein, da starben wir den Heldentod. Aber wir dürfen natürlich, weil wir so viele Leben haben, die ganze Zeit hier resetten, no problem. Am meisten Schaden machen wir ihn übrigens, was euch wahrscheinlich schon aufgefallen ist, wenn er sein Auge exposed. So, das war Runde 2. Und wie ihr es euch denken könnt, geht es natürlich weiter. Wir haben es geschafft, allem zu dodgen, was uns heilt. Wow! Beeindruckend. Runde 3. Ich finde es ziemlich fair, dass man zwischendurch immer diese Möglichkeit der kurzen Erholung bekommt. Ich finde es nur ein bisschen blöd, dass man halt mit ein bisschen Glück da nur die Sachen bekommt und nicht gezielt. Also wenn man es zum ersten Mal macht, beziehungsweise wenn man wie ich das schon Jahre nicht mehr gespielt hat und dann... Ich habe das Master Sword weggeworfen, ich glaub's nicht. Oh, wow. Kannst du mir bitte einen Stern werfen? Danke. Warte. Spark. Ugh. Na gut, ich meine, für den Kampf reicht's, I guess. Okay. Nächste. Na, wir haben halt nicht mal was, womit ich das aktivieren kann. Das ist so sad. Sir Kibble. Und du bist doch mein Freund. Oh, danke für das Onigiri. Okay. Fair.
Muss ich extra Schwert holen, damit ich das machen kann? Sieht so aus. Anders komme ich da nicht ran. Okay. Und rein da. Brrrring. Das überschreibt halt das, was ich hatte. Mensch. Ich wollte doch mit dem Vanilla-Schwert, was viel schwächer ist, kämpfen. Hey, er hat neue Moves gelernt. Ich find's cool, dass er bei jedem Mal irgendwas Neues kann. Irgendeine Kleinigkeit. Es zeigt, dass es nicht einfach nur die ganze Zeit derselbe Boss ist, sondern immer mal ein bisschen was gemacht wird, was den ganzen Abwechslung bringt. Die Kugel wollen wir zerstören, weil das wäre nämlich eine Explosion gewesen. Master Sword, komm her! Nein! Okay. Glücklicherweise hat sie uns nicht getroffen. Oh, das war richtig juicy. Weg damit! Ich will's Master Sword. Okay. Man kann übrigens, wenn man Completionist das Ganze spielen will, auch mit dem Master Sword da, nachdem er das Spiel durchgespielt hat, den Rest des Spiels nochmal machen. Und dann halt verschiedene Sachen holen, die man vorher halt nicht geholt hat, wie beispielsweise Truhen. Oder ich habe ja beispielsweise nicht den Eispalast ganz zu Ende gemacht oder andere Gebiete. Und sowas kann man dann halt damit machen, was ziemlich cool ist. Und natürlich absolut nicht Bastard oder so. Aber wenn ihr so schrecklich wie ich spielt, dann ist es immer noch eine Herausforderung. Yeah, das hat gezwiebelt. Und wie? Nein, was? Nein! Okay, gut. Wir haben es noch geschafft. Ach komm schon. Dieser eine Stern, der mich immer random trifft. Was soll das? Komm, wir haben dich doch gleich. Das Umhersliden und der wirklich geringe Iframe, die machen es gerade nicht so leicht. Nein, der blöde Spiegel hat mich noch getroffen. Ich wollte gerade zum letzten Schlag ausholen. Oh Gott. Okay, komm her. Ding. Wait, was? Jetzt. Wollte schon sagen. Das war gut. Das war richtig gut. Oh mein Gott, wir machen ihn hier gerade richtig fertig. Jetzt hätte ich nur gerne mein Master Sword zurück, jawohl. Und dann passt doch wieder alles. GG. Piu, 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 piu. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Finale. So, da holen wir unsere Freunde bei, damit wir hier eine Menge Spaß haben in dem Kampf. Wir wollen für den Kampf logischerweise die ganze Zeit versuchen, das Master Sword aufrechtzuerhalten. Aua. Wir sind schon gut dabei. Wir haben ihn ja ungefähr bei der Hälfte, soweit ich es gesehen habe. Nein, nicht ganz.
Elendiger Laser! Du hast das Master Sword aufgelöst. Ah, danke. Gib mir das Sword. Komm, wir haben dich gleich. Her damit. Na! Okay, ich bin gerade maximal confusement. Shadow Kirby, bitte. Okay, wie es aussieht, werde ich den Finalkampf wohl alleine machen dürfen. Meine Freunde sind alle tot und ich auch gleich. Oh, ist das gemein. Oh, ist das gemein. Ah, finally. Und wir sind tot. Okay, Dark Mind möchte es richtig wissen. Aber wir haben jetzt auch wieder die Möglichkeit, unsere Freunde zu holen. Und ich hoffe mal, dass sie nicht angeschlagen in den Kampf kommen. Ich wünschte, ich würde sehen, dass meine Freunde langsam eine Fähigkeit da oben holen. Aber wie es aussieht, haben sie keinen Bock. Wie wär's? Freunde, los, kommt her. Holt euch hier eine Fähigkeit. Oder auch nicht, weil meine Freunde einfach denied wurden. Okay, okay, okay. Aber wir sind gut dabei. Wir sind immer gut dabei. Komm, ich hab dich doch so gut wie. Die Disco-Kugel weg damit. Okay, passt. Ich finde ja, der Boss aus Nightmare in Dreamland ist ein gutes Stück schwerer als Dark Mind in Amazing Mirror. Aber dafür ist Amazing Mirror halt generell das bessere Spiel von beiden. Die Dodge-Skills, die Dodge-Skills. Was willst du überhaupt von mir, Dark Mind? Yes! We did it! Wir haben die Spiegelwelt gerettet. Oder etwa nicht? Wird wohl Zeit, nochmal eine Runde zu fliegen? So, jetzt haben wir noch eine Rail-Shooter-Passage. Finde ich ehrlich gesagt sehr lustig, dass sie das gegen Ende des Spiels noch eingefügt haben. Leider gibt es hier nichts, was mich heilt, wie bei den anderen Flugeinlagen. Ist auch nicht so schlimm. Der Kampf hier ist deutlich leichter als die davor. Es ist halt nur, man muss einfach die ganze Zeit feuern und wenn man Full Life ist, dann kann man den Kampf eigentlich gar nicht verlieren. To be fair. Nur leider ist es nicht wie Toho oder andere Rail-Shooter. Mit Rail-Shooter meine ich Damakus. Wo man einfach den Knopf gedrückt halten lassen kann, sondern man muss ja die ganze Zeit selber schießen. Aber das ist ja einfach keine Herausforderung an dem Punkt. Und da kommen die Staff Credits. Ich finde das halt so cool, dass das in die Credits rübergeht. Man kann jetzt noch ewig weiter angreifen und dann unten sieht man ja den Counter für jeden weiteren Treffer. Ist halt praktisch so eine kleine Highscore-Jagd am Ende noch. Aber damit haben wir Kirby in Amazing Mirror durchgespielt. Und es ist zwar ein kurzes Spiel und eher darauf ausgelegt, einfach viel Spaß auf einer Spielwiese zu haben im Verhältnis zu anderen Spielen.
Ich finde hingegen aber, dass genau das es doch zu dem macht, was es ist. Und das sollten eigentlich auch Spiele meiner Meinung nach immer sein. Also ein Spiel, bei dem man merkt, man spielt ein Spiel und hat vielleicht eine gewisse Herausforderung, je nachdem, was man erwartet. Oder eben einfach nur ein Abenteuer, in dem man sich so richtig schön verlieren kann. Und ich meine, das war es für mich auf jeden Fall. Deshalb liebe ich dieses Spiel als einer der besten Game Boy Advance Spiele, die existieren. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Ich weiß, es war eine kurze Spielereihe und wir werden uns auf jeden Fall noch in anderen Kirby Games wiedersehen. Das wird nicht das letzte sein, was ich spiele. Aber es sollte zumindest das erste sein, weil es mein Lieblings-Kirby-Game ist. Und von daher genießen wir jetzt noch die Credits. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall in was auch immer danach folgt. Bye bye, Shadow Kirby. Wir sehen uns. Ich kann euch sagen, falls ich irgendwann mal Kinder haben sollte, werde ich denen das Spiel sowas von in die Hand drücken. Goodbye. Hey, der Meta Knight. Und das Master Sword. Und das Master Sword steht jetzt hier. Basierend auf unserem Sieg. The End! We did it. Und damit macht's gut.